So, servus Leute, mich hat mal wieder ein Paket erreicht und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise und wir packen das Ganze zusammen aus. Ich weiß nicht, ob ihr es hier drüben vielleicht schon in ganz klein lesen könnt, aber okay, das ist auf jeden Fall gut zugetesert hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet, aber es ist von Shisha-Turbine. Und zwar möchte ich gerne mal wissen, ob es sich lohnt, einen solchen Deluxe-Kohleanzünder zu kaufen. Es ist allerdings nicht nur eine Shisha-Turbine, sondern noch deutlich mehr dabei. Das ist, glaube ich, nur Verpackungsmaterial bis jetzt. Wir schauen mal weiter rein. Auf jeden Fall sehr gut gepolstert das Ganze. Ich hoffe, diese ganzen Papiergeräusche sind jetzt nicht zu schrecklich für euch. So, wir haben hier erstmal eine Schutzunterlage. Ich würde sagen, ich stelle das einfach mal auf die Seite und wir gucken uns den Inhalt so zusammen an. Also, wir haben hier einmal eine Unterlegplatte. Finde ich sehr, sehr geil. Falls das Ganze unten doch warm wird oder doch mal der ein oder andere Funken rausfliegt, könnte das, glaube ich, schon ziemlich praktisch sein. Außerdem sieht das Ganze einfach cool aus, selbst wenn man das nur so auf den Tisch legt. Finde ich schon mal ganz nice. So, ich würde sagen, das Herzstück halten wir uns bis zum Schluss bereit, beziehungsweise heben wir uns noch ein bisschen auf, aber ich zeige es euch schon mal kurz. So sieht das Ganze dann aus. Auf jeden Fall eine schöne, simple Verpackung. Hier Logo und klein unten drunter Shisha-Turbine, Shisha-Turbine groß, Shisha-Turbine groß, groß, groß und unten haben wir nichts drauf. Ja. Auf jeden Fall eine schöne, simple Verpackung. Da gucken wir gleich rein, stellen wir kurz noch zur Seite, weil wir haben noch ein paar andere Sachen hier in dem Paketchen. Unter anderem einmal den Booster. So, und ihr habt mich ja schon oft gefragt in den Streams, was hältst du denn von der Shisha-Turbine, Marvin? Und ich habe immer gesagt, finde ich eigentlich geil, aber kommt für mich nicht in Frage, weil doch mal oben ein Funke rausfliegen kann. So, mit diesem Ding hier, Leute, ist das Geschichte, ja? Es ist ein kleines Gitter, was ihr eben oben auf die Turbine legen könnt und das verhindert komplett, dass hier Funken rausfliegen. Also können natürlich noch ein kleines bisschen Asche dann irgendwann rauskommen, aber mit dem Teil sollte auf jeden Fall nichts mehr rauskommen. Und mit den Flaps, und, also hier diese kleinen Lamellen, die den Luftstrom dann regeln, die nennen sich dann Flaps, soll das auch noch deutlich schneller gehen und man muss auch nichts mehr wenden. Also, sehr, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut das funktioniert, werden wir dann in den Tests herausfinden können. Hier haben wir noch ein Einlegesieb bzw. ein Auflegesieb. Man kann die Kohle direkt auf die Spirale legen oder man legt sie eben auf dieses Sieb hier. Das Sieb ist einfach für Leute gedacht, die ein bisschen fauler sind, die ihre Spirale nicht so pflegen wollen. Mit dem Teil müsst ihr auf jeden Fall nicht die Spirale abbürsten. Ansonsten ist da auch ein Pflegeset mit dabei. Das heißt, ihr könnt eure Spirale einfach ein bisschen abbürsten und nochmal neu einölen. Und jo, dann haben wir hier noch was. Etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich schon aus dem Wolke 7 Laden kenne und sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und zwar ist das die Shisha-Turbinen-Zange. Ich finde die auf jeden Fall sehr nice. Ich habe sie sehr gerne benutzt beim Jakob, beziehungsweise benutze sie sehr gerne beim Jakob. Ist einfach ultra praktisch, weil schön lang und so. Gefällt mir einfach gut. Ja. Und Remove Before Flight, ne? Wisst ihr Bescheid. So, da. Ich würde sagen, das war es an Zubehör. Und wir kommen mal zu unserem Hauptkarton hier. Zu dem spannendsten Teil der ganzen Geschichte. Wir klappen es auf und oben kommt uns direkt ein Shisha-Turbine Made in Germany, eine Bedienungsanleitung entgegen. Made in Germany, hier ist nochmal die Take-off-Anleitung, wie man das Ganze macht, die Kohleplatzierung, Pflegehinweise sind drin. Was haben wir noch? Ah, da ist dann schon als nächstes wieder Englisch, nachdem noch Sicherheitshinweise waren. Also auf Deutsch und Englisch. Sehr schön, kurz gehalten, will ja eh keiner lange lesen, deswegen gut, dass es kurz und bündig ist. So, hier ist sie, die Hauptattraktion dieses Unboxings. Im schönen Jutebeutel, auch wieder mit Rot-Shisha-Turbine vorne drauf. Auf jeden Fall geil, schön, dass es nochmal so extra und super ordentlich eingepackt zu euch kommt. Ich habe das Ganze in Schwarz mit rotem Logo und oben drauf. Vorne drauf.
Fand ich am geilsten, fand ich am cleansten, wollte ich unbedingt haben. Und was ich noch mega nice finde, ist der Akzent hier von diesem roten Stecker und dem roten Kabel. Fand ich echt sehr, sehr geil. Worüber ich mich ja auch früher beschwert habe bei der Shisha-Turbine war, dass es eben keinen Hauptschalter gibt. Fand ich ein bisschen schade einfach, so hätte ich mir gewünscht, wenn der da ist. Aber Aussage war, dass die Dinge halt oft kaputt gehen und dass es besser ist, wenn man sowas eben nicht dran baut. Dann habe ich beim Jakob gesehen, der hat sich halt einfach so eine kleine Mehrfachsteckdose mit so einem Knopf oben drauf geholt und hat einfach die benutzt. Und das funktioniert dann genauso gut. Und wenn dann der Stecker oder der Knopf von der Mehrfachsteckdose kaputt geht, kann man das ja einfach austauschen. So, und hier sehen wir nochmal den Booster. Den legt man dann einfach so hier oben drauf. Danach sollte man ihn natürlich nicht mehr mit der Hand anfassen. Dafür hat man ja dann hier die Zange, die man dafür benutzen kann, weil das Ding wird natürlich extremst heiß, ne? So, und hier seht ihr auch schon diese massive Spirale, die hier drin ist. Und ja, ich würde sagen, ich teste die jetzt auf jeden Fall mal eine Zeit lang. Und dann hören wir uns wieder, wenn ich bereit bin, um euch in einem Review zu sagen, wie mir die Shisha-Turbine gefällt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine Unboxing hier gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.